Da ist noch eine Ressource, fliegt man dahin. Der Defender hat sein Werk vollbracht. Der war zu viel, genau. Der kann ja da mit hinfliegen. Deswegen hat das auch durchaus seine Vorteile, wenn man Verteidigungen auf dem Planeten hat, durch Schiffe. Genau, jetzt geht hier diese Zusammenschlussorgie weiter. Die geht in die nächste Runde. Ein Schiff geht, glaube ich, noch. Dann ist die Flotte komplett. Patsch! So, Satori. Da habe ich ein weiteres Schiff gekauft. Das sind dann auch schon 6. Wieso ist das nicht losgeflogen? So, die Achilleans, da warten wir immer noch darauf, dass die Flotte ankommt. Das sind Fäuste von Nott, die warten noch auf ihren dritten von Ataria. Ja. Das ist ein Feindeshand. Kann man hier jetzt sagen, Feindeshand? Da war die Sternbasis. Ich hatte mein Ziel schon verloren. Verdammt. So, machen wir das so. Kampfpanzer. Gut. Also die Sternbasis kriegt er jetzt nicht mehr so schnell weg. Ich guck mal gerade. Was hat die für eine... Ja, gut. Kurzer Überblick hat schon gereicht. Da habe ich schon gesehen, okay, hat von allem etwas so ein bisschen. Zum Teil. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber es sah gut aus. Auf jeden Fall. Magika, gut, das habe ich eingestellt. Das ist auch gut so, weil das ist ja total am Arsch der Welt. Also da wird wohl nichts mehr passieren in der Richtung. Ich sehe gerade, wir haben fast schon wieder eine Stunde zusammen. Meine Güte. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt so lange weiter, bis der Gegner jetzt kapituliert. Ich glaube nämlich nicht, dass es noch so lange dauert. Aber sollte es tatsächlich nochmal 2 Stunden überschreiten, das wäre dann mir doch ein bisschen viel. Weil ich denke mal nicht, dass sie noch so lange durchhalten. Vielleicht noch 1 oder 2 Runden und das war's dann. Weil wir hauen ihn ja einen Planeten nach den anderen weg und die Schiffe sowieso. Also er flieht wirklich eine Flotte nach der anderen. Sternbasen verliert er reihenweise. Und ich denke mal, so lange macht er es nicht mehr. Ja, das war die Flotte, die ist auch weg. Auch hinüber. Sehr schön. Unsere Schiffe kriegen zwar auch was ab. Aber solange seine Flotten komplett zerstört werden, ist es mir durchaus wert. So, Abbauzentrum, die Wirtschaft nochmal weiter stärken. Gut, der nächste Planet ist leergeräumt. Und wir haben die Schilde. Als Brigham Nordstrom eine Revival-Fernsehshow von der Erde aus dem 20. Jahrhundert sah, kam ihm die Idee, dass man die Deflektor-Technologie ausweiten könnte, um bestimmte Energiearten effektiver zu blockieren. Wir haben Teilchon-Impulse in einen gleichmäßigen Strom umgewandelt. Praktisch kann der gesamte Ausstoß aus Energiewaffen blockiert werden, wenn auch nur für kurze Zeit. Diese Erkenntnisse haben zur Gründung eines Unternehmens, General Dimitrix, geführt, das den Zuschlag für die meisten der kommenden planetaren Verteidigungsverträge erhalten hat. Leider muss das Unternehmen Konkurs anmelden, bevor die weitere Forschung abgeschlossen werden konnte. Ja. Okay. Würde ich sagen, erforschen wir diesen Panzer hier gleich mal mit. Faust von Nott. Iris 3 hat sich schon freiwillig angeschlossen. Sehr gut, dann können wir die Flotte da auch abziehen. Wenn Iris 3 sich schon freiwillig anschließt, umso besser. Moral, Forschung und Defender. Zack. Faust von Nott. Das geht weiter. Es tut mir halt nur leid für die Leute, die sich auf große Schiffe gefreut haben. Die werden es hier wohl leider nicht mehr geben. Wie gesagt. Weil wir sind jetzt schon mitten im Krieg gegen die Drath-Region. Legion, ich sage immer Region. Und es sieht wirklich gut aus für uns. Gut, wir haben jetzt bisher 2 Schiffe verloren. Einige Schiffe sind beschädigt worden. Aber insgesamt sieht das bisher wirklich nach einem klaren Sieg für uns aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so klar ausfallen würde. Ich habe echt gedacht, es würde enger werden. So, die Flotte werde ich mal entfernen. So, und die erreichen auch fast alle den Punkt. Das ist gut.
Dann können wir die schön zusammenschließen. Batsch! Nochmal eine 7er Flotte. Wunderbar. Der wartet. Da kommt der andere schon dazu. So, das sind dann auch 3. Da dürfte auch nochmal ein... Ich habe den nicht gekauft, verdammt. So, dann kommt da noch einer dazu, sind dann 4. Dann hier nochmal 3. Sind dann 7. So, 3, 5, 7, 8. Sollte reichen. Und dann können die sich dann darum kümmern und danach, und wenn sie noch können, um die Achillians. Dann ist das nämlich auch gleich vom Tisch. Ehe die andere Flotte eintrifft, dürfte das längst erledigt sein. Ein Feld haben sie noch. Dann flieg doch mal dahin. Ach Mensch. Er lässt mich wieder mal nicht. So, damit ist einfach auf freigeräumt. Die haben noch ein Feld. Schließt euch mal zusammen. Habt ihr noch ein Feld? Ihr habt noch ein Feld. Leto, Angriff. Vorwärts. Also gegen die Snati ist das schon eine Menge. 100.000. Die hatten ja gerade mal 7.000 etwas. Also man hat gesehen, Fabriken sind zwar gut, aber sie sind auch nicht alles. Und damit ist auch der Planet besetzt. Oh, Forschung, Industrie. Wunderbar. Bauen, Leute, baut. Alter, was für ein Potenzial in diesem Planeten steckt. Wahnsinn. Da steckt richtig Potenzial drin. Geil. Da steckt richtig Potenzial drin. Das freut den Lars. Oh, herrlich. Das ist Potenzial. Wahnsinn. So, Defender, 3 Wochen. Wahnsinn. Innerhalb... Okay, in die Richtung fliegen wir lieber nicht mit dem ein. Der sollte dann eher in eine andere Richtung fliegen. Bei 3 muss ich schon sagen, da wird schon kritisch. Aber da kann sich dann unsere Faust von Nott kümmern mit den 9000 Mann. Das sollte für die kein Problem sein. Alter Schwede. So, das haben wir auch freigeräumt. Tatsächlich, hier ist eine weitere Forschungsrichtung. Die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich echt nicht gesehen. Die habe ich gekonnt übersehen. Muss ich tatsächlich zugeben. So, ihr seid auf dem Weg. Ihr kümmert euch erstmal um die Flotte da, dass die da mal wegkommt. Bist du bewaffnet? Du bist bewaffnet, aber minimal. Trotzdem Angriff. Je mehr er verliert, umso besser. Vielleicht gibt er dann umso eher auf. Hinder, die sind fast da, aber auch nur fast. Die stürzen sich auf den Planeten. Weg. Erledigt. Und die werden auch weiter befördert, wie man sieht. Also die Trefferpunkte haben sich gerade erhöht. Die können wir abziehen. Iris hat sich ergeben. Mehr oder weniger ergeben. Dann können die mal dahin, um sich um die Flotte kümmern. Die kann ich wahrscheinlich auch bald abziehen. Die bleiben aber mal in der Nähe. Die Geschichte ist auch erledigt. Ist hier noch irgendwo in der Nähe? Ja, hier ist noch ein Draftplanet, der sogar noch Truppen hat. Das ist unglaublich. Wieso hat der noch Truppen? Hier ist eine Faust von Nott noch, die einfach nicht mitgenommen wurde. Das ist unglaublich. Flotte kreieren. Dann könnt ihr gleich mal in die Richtung fliegen. Dann können wir die nämlich auch gleich mal besetzen. Der dürfte fertig sein. Der ist auch fertig. Passt mal auf. Dann können wir ja theoretisch... Wo ist Drata? Wo ist sein Hauptplanet? Dann können wir ja theoretisch die Forschungsressource, die da jetzt brach liegt, die können wir ja dann eigentlich in Besitz nehmen, ne? Wo ist sie, die Forschungsressource? Ne, da ist sie da. Da ist sie garantiert nicht. Irgendwo hier, wo Drata sitzt. Da ist Drata, da ist die Ressource. Finde ich sowieso interessant, dass die Ressource so nah an ihn dran sitzt. Und trotzdem hat er sie, wahrscheinlich hat er sie in Besitz genommen, hat dann aber die Basis aufgeben müssen. Ich weiß auch nicht, warum er die aufgelöst hat, warum er auch teilweise Schiffe aufgelöst hat. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Wahrscheinlich hat er Geldprobleme. Was dann eher dafür spricht, dass er sich bald uns anschließen wird. So, die Aschen haben auch einen weiteren Dings fertiggestellt. Ich glaube, die nehme ich schon mal aus der Produktion raus.
So, ihr braucht keine Konstrukteurschiffe mehr bauen. Wir haben so viele Konstrukteurschiffe, die in der Galaxie unterwegs sind. Das ist Wahnsinn. So, wo war jetzt Drata nochmal? Da ist die Forschungsressource. Genau die wollte ich haben. So, die kreuchen auch noch hier rum. Die warten auch noch darauf, dass die kommen. Gut, wie sieht es hier unten aus? Nein, nicht da unten, sondern ein bisschen weiter oben. Mit den... Genau, damit. Achso, okay. Dann würde ich gleich sagen, machen wir gleich mal nächste Runde. Aber erstmal die ganzen Meldungen hier mal ausblenden. Ich weiß, ich nehme hier schon wieder eine Stunde auf. Aber ich hoffe, dass der Gegner jetzt innerhalb der nächsten kommenden Runde aufgibt. So langsam mal sollte er zum Ende kommen, finde ich. Ich möchte das Spiel wirklich fertig kriegen, langsam. Es ist ein schönes Spiel, ja, aber so langsam kann es sich mal dem Ende nähern, weil es geht jetzt bis Mitte, wenn nicht sogar Ende September. Und das ist ziemlich lange, muss ich tatsächlich sagen. Und wie gesagt, dann kann ich Montag nämlich direkt an das neue Projekt rangehen, das ich erst dann veröffentlichen werde, wenn es fertig ist. Duratium ist ein neues Material, das aus vielen verbundenen Metallen und Nichtmetallen besteht und weder spröde noch nachgiebig ist. Duratium absorbiert viel der kinetischen Energie der Massenbeschleuniger und reduziert in großem Maß die Schäden, die diese Waffen anrichten können. Ja, dann nehmen wir gleich mal Stufe 2 mit, ne? Oder Mark 2, je nachdem, wo man es auslegen möchte. Kona, weitermachen. 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 Also ich werde jetzt 2 Stunden am Stück maximal aufnehmen. Dann habe ich dann für 3 Wochen Parts. Also vom Vorrat her ist es eine ganze Menge. Also da bräuchte ich wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht mehr aufnehmen. Nur wie gesagt, mir wäre es wirklich lieber, wenn das Let's Play abgeschlossen ist, weil dann brauche ich nicht mehr dran denken, so, ja, was habe ich denn eigentlich beim letzten Mal gemacht? Das ist immer so ein Nachteil. Und man immer überlegen muss, was habe ich beim letzten Mal gemacht, was hatte ich vor. Und das vergisst man natürlich im Laufe der Zeit, das verdrängt man dann auch, weil man sich dann auf andere Dinge konzentrieren muss, / darf. Das ist dann immer so eine Sache. Man sieht ja, momentan kapituliert der Gegner einfach nicht. Er will einfach nicht aufgeben. Er weiß einfach nicht, wann Schluss ist. So. Okay. Ich glaube... Einer fehlte noch. Einen kaufe ich dann noch. Den schicken wir los. Produktion, nichts. So. Du hast deine Mission abgeschlossen, kannst also nach Hause fliegen. So, Flotte kreieren. Genau, die bauen ihren einen noch. Die kommen euch entgegen. Und warten da quasi. Der sammelt sich da auch mit. Die Achilleans haben ein Motivationsproblem. Haben die eigentlich ein Schild? Nee. Wir probieren es. Wir probieren es einfach mal. So, hier hatte ich einen zu viel gebaut. Altaria ist durch, aber Wisp könnte einen brauchen. Die brauchen nämlich sehr lange dafür. Deswegen ist das gar nicht verkehrt, wenn die einen noch zur Verfügung gestellt bekommen. So, Faust von Nott ist keiner. Okay, dann kreucht der erstmal weiterhin rum. Ohne irgendeine Koordination. Genauso wie der wartet auch immer noch auf den Verbündeten. Aber die hier kriegen ihre Verbündeten. Flotte kreieren und dann fliegt ihr los Richtung Drath-Region. Warum baut ihr eigentlich immer noch Konstrukteurschiffe? Könnt ihr einstellen, brauchen wir nicht mehr. Fliegst du auch nochmal zur Erde, dann ist das Ding auch gut. Wie sieht's hier aus? Oh, Kreuze, Alter, die haben da ein Kreuzer liegen. Alter, Junge, weniger Drogen. Haben wir hier irgendwo eine Angriffsflotte? Da ist ein Truppentransporter dabei. Ich habe hier wahrscheinlich keine Flotte in der Nähe. Nee, natürlich nicht. Ich habe keine Flotte in der Nähe, die den mal eben abfangen können. Shit. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das ist der Nachteil, wenn man so wenig Flotten hat. Mist.
Und um die Piraten müssen wir uns ja auch noch kümmern. Hui. Die sind alle an der Front. Oh, wir haben ein Schiff verloren. Okay. Nicht gut. Wir haben ein Schiff verloren. Skandal. Angriff. So, das war seine Wirtschaftssternbasis. Drata ist ja ungeschützt. Die kümmern sich mal bitte um die Flotte. Gibt nochmal ein kleines Kämpfchen. Wie gesagt, ich hätte es echt gerne, wenn die Draft-Region kapitulieren würde. Das wäre echt was Feines. Das wäre eine feine Geste von ihm. Jo, das war auch die Flotte. Auch die ist besiegt. Jawohl, sehr schön. Wumps, zerlegt die Sau. So. Ach, das ist auch noch in den Händen der Drath-Region. Ah, die sind überall, ey. Überall sind sie. Dann fliegt ihr Mann dahin. So, der sollte sich eher auf den Planeten konzentrieren, weil der ist schön schwach. Für die, also für die ist das ideal. Faust von Not, ihr solltet da theoretisch nicht ganz. Nicht ganz kommen sie ran, aber nächste Runde können sie loslegen. Die fliegen da auch nochmal mit hin. Also wie gesagt, das Projekt macht mir ja großen Spaß. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen andere Prioritäten, auch dadurch, dass sich die Arbeit ja für mich ändert. Und dadurch würde ich das schon ganz gerne fertig kriegen, damit ich mich dann beim nächsten Mal dann schon mal auf ein neues Projekt konzentrieren kann. Schrägstrich auf gar kein Projekt mehr, weil das würde mir schon ein bisschen eine Belastung abnehmen, wenn ich dann in meinem neuen Job bin, wo ich ja dann doppelt so viele Stunden wie jetzt momentan schiebe. Deswegen, dann ist das schon gar nicht verkehrt, wenn ich dann schon eine gewisse Entlastung habe. Jo, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Einfach mal elegant überrannt. So, drei Firmen kommen. Baut vier Herstellungsanlagen. So, ihr baut ja sonst gerade nichts, sehe ich gerade. Das ist ganz gut. Dann baut ihr mal Einfluss aus. Einfluss, Wirtschaft, Wirtschaft. Forschung, Forschung. Moral. Dann kommt hier noch Landwirtschaft hin. Wo ist die Landwirtschaft? Da ist die Landwirtschaft. Flottenmanager. Planetare Verteidigung und natürlich der Defender, der nicht fehlen darf. Sternbasis ausbauen. Jawohl. Was passiert jetzt? Duratium 2 perfektioniert. Duratium 2 absorbiert noch mehr der kinetischen Energie der Massenbeschleuniger und reduziert in großem Maß die Schäden, die diese Waffen anrichten können. Schön, dann können wir gleich noch Duratium 3 hinterherjagen, dann ist das auch gleich durch. So. Quillas 4 hat sich gegen die Drath-Region erhoben. Sehr schön. Schließt sich uns freiwillig an. Sehr gut. Freiwillig ist sowieso immer gut. So. Kultur. Das reißen wir mal weg. Das braucht ihr nicht. Moral. Das reißen wir mal ab. Im Gegenzug kommt dann Landwirtschaft. Hier ist übrigens noch eine Fabrik, die sie verbessern können. Und hier kommt dann Forschung hin, würde ich sagen. So, und dann kriegen sie noch einen Defender oben drauf. Dann ist die Sache auch geklärt. Sehr schön. Also der Druck auf den Gegner wird größer. Aber er gibt immer noch nicht auf. Er gibt immer noch nicht auf. Gut. Achilles. Balder. Balder ist auch noch nicht durch. Satori 4, den jagen wir los. Ihr baut nichts mehr. Kolonieschiffe brauchen wir ja schon lange nicht mehr. Die haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gebaut, Kolonieschiffe. Aber die, wie gesagt, die brauchen wir ja auch nicht, weil die ganze Galaxie ist ja besiedelt mittlerweile. Wie man ja sieht, ne? Die Drath-Region, die ist ja wirklich überall. Die ist ja allgegenwärtig. So. Genau, der Planet ist erledigt, der ist erobert. Da stürzt sich schon eine Gruppe drauf, dann stürze ich mal darauf. Das sind die Transporter. Wie groß seid ihr? Zweiter. Puh, süß.
Wie groß sind die? 5000. Dann werden wir die mit 5000 erstmal lieber. Danach können sie ja als einer dann den mitnehmen. Das wäre mir dann ehrlich gesagt lieber. So, die stürzen sich darauf. Die sind da erstmal fertig. Achilles, ihr könnt ja dahin. Moment, da ist eine gegnerische Flotte in der Nähe. Habe ich gerade gesehen. Ach, die mit ihren gegnerischen Flotten immer, ne? Wie viele habt ihr? 5000. Ihr habt auch 5000, passt mal auf. Ihr baut eine Faust von Nord. Kaufen, fertigstellen, dann beladen wir die voll, jagen die los, dann wird der Planet erobert. Dann ist die Sache auch erledigt. Dann sollte das kein Problem mehr sein. Hier war doch irgendwo anders noch ein Planet von ihm. Da. Hatte ich da nicht mal Transporter hingeschickt? Oder hat er die abgefangen? Die Piraten. Das wäre ärgerlich, wenn sie Fäuste von Nord abfangen. Mit 9000 Leuten. Das wäre echt ärgerlich. Das wäre sowas von ärgerlich. Da würde ich mir echt in den Arsch beißen, wenn dem so ist. So. Okay. Genau, die können sich zusammenschließen. Mal gucken, ob da noch was geht. Ich wollte gerade sagen, schließt euch mal zusammen. Da kommt nämlich schon das nächste Schiff. Wo sind die jetzt? Ach, die sind hier. Genau, das wollte ich ja auch noch machen. Speichern wir nochmal eben ab unter Glück, ne? Ich speichere momentan viel ab, ich weiß. So, wir probieren es mal. Ja, komm, erklär den ruhig den Krieg. Scheiße. Genau das habe ich nämlich befürchtet, dass er mir meine Schiffe auseinander nimmt. Irgendein Schiff hat sich gerade mächtig gewehrt. Und das auch noch erfolgreich. Und die Musik hat sich übrigens geändert. Finde ich gut. So muss das sein. Endlich mal hier anspruchsvollere Musik. Du ziehst dich zurück. Hier geht nichts mehr momentan, schiffstechnisch. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Drath-Region sich bald ergibt. Dass das dann geklärt ist. Dass wir dann die Kontrolle über die gesamte Galaxie haben. Also solange die nicht aufgeben, geht das Projekt ja noch weiter. Und hier hinten, also so lang ist unser Arm nun wirklich nicht. Wir haben zwar einen langen Arm, aber so lang ist er nun wirklich nicht. Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. 9000 gegen 15000, genau. Angriff! Na, ein Schiff verlieren wir wahrscheinlich. Gut, der Planet ist auch erobert. Sehr gut. Den hat er aber auch gut beschützt, muss ich tatsächlich sagen. So, das legen wir gleich mal still. So, ihr kriegt jetzt erstmal Fabriken hier. Es kann ja nicht sein, dass ihr keine... Wieso haben die alle keine Fabriken, ey? Ich verstehe das nicht. Die haben alle keine Fabriken. Forschung, Forschung. Moral. Wirtschaft, Wirtschaft, Kultur, Einfluss, Einfluss, Verteidigung, Verteidigung, das lassen wir frei. Defender, fertig. Ja, ein Schiff haben wir verloren. Ein Transporter ist nicht mehr da. Das heißt aber trotzdem, wir haben immer noch 6000 Mann an Bord. Ah, der Defender ist angekommen. Und damit ist auch die Forschungssternenbasis weg. Sehr schön. Ja! Sie ergeben sich! Wir haben es geschafft! Wir kontrollieren bis auf ein paar wenige kleine Rassen die ganze Galaxie. Duratium 3 perfektioniert. Wir haben Duratium Panzer perfektioniert. Es geht nicht besser. Zumindest für den Augenblick. Da fehlt ein E zwischen. Wir haben es geschafft, Leute. Jetzt ist es auch egal, was wir erforschen. Der Krieg ist vorbei. Es ist vollbracht. Die Drath-Region ist nicht mehr. Ich guck nochmal hier.
was wir noch machen können. Das ist jetzt sowieso eigentlich egal, weil das Spiel ist vorbei. Wir haben es geschafft. Es ist auch tatsächlich das eingetreten, was ich mir erhofft habe, dass sie innerhalb kürzester Zeit aufgeben. Und sie haben sich tatsächlich dran gehalten, die Dras-Region. Finde ich gut. Zwar bleiben zwei kleine Rassen übrig, aber hey, kleine Rassen, komm. Die sind mir nicht wirklich wichtig. Mir war wichtig, dass wir die Dras-Region kriegen. Wir haben also alle großen Rassen, bis auf die Drengin. Und die hier liegen noch zwei Fäuste von Nordbrach. Ich glaube das nicht. Wir haben es geschafft, Leute. Geil. Ja, mein Gesamtfazit zu dem Spiel. Die Musik ist richtig gut. Teilweise auch beruhigend. Vor allen Dingen finde ich auch die Musik in Kriegsfall. Also ich finde das auch sehr gut, dass sich die Musik, wenn sich die Situation ändern, anpassen. Finde ich eine schöne Sache. Und dafür, dass das Spiel auch so alt ist, finde ich, hat es noch einen durchaus hohen Spaßfaktor. Was ich auch schön finde, ist, dass man seine eigenen Schiffe tatsächlich entwerfen kann. So wie auch seine eigene Zivilisation erstellen kann. Das geht ja übrigens auch im dritten Teil. Und ja, das ist schon echt cool. Das muss man echt sagen. Wir haben alles unter Kontrolle, ey. Das ist so geil. Ja gut, die haben ein Motivationsproblem. Ja gut, jetzt nicht mehr 100% Zustimmung. Ist das geil. Ich glaube, ich brauche jetzt wirklich nur noch die Runde beenden und dann war es das. Das werde ich auch, glaube ich, machen. Einfach nur noch Runde beenden, Feierabend. Echt. Oh, schön. Herrlich. Runde beenden. Wo ist die Erde? Ich suche nochmal die Erde. Ich will nochmal... Nee, er lässt mich die Erde nicht suchen. Warum kommt jetzt nicht der Siegesbildschirm? Ah! Es ist vollbracht. Sieg! Durch das Blut ihrer Feinde hat sich die Terran-Allianz-Zivilisation einen Pfad zum Sieg im galaktischen Wettlauf geebnet. Ihre Punktzahl ist eine, die wahrscheinlich im Metraverse gespeichert wird. Und um andere Möchtegern-Anführer für viele Jahre zu inspirieren. Auf den Schultern seiner Truppen wird Imperator Viper van de Lars emporgehoben und als größter Anführer der Galaxie in Erinnerung bleiben, der die Kultur seiner Nation in die entferntesten Winkel des Weltraums ausbreitet. Egal, wer sich in den Weg stellt. 91.050 Punkte haben wir bekommen. Und, ja. Was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Das war Galactic Civilization 2. Zeitintensivste Technologie war bei uns Terraforming. Okay. Wir haben es echt geschafft, Leute. Wir haben Galactic Civilization 2 durchgezogen. Eigene Schiffe zerstört 10. Okay. 85, geil. Draft-Region 64, okay. Gegnerische, oh, 203. Mächtigste Schiff, Abbaustellbasis, das ist das geilste, echt. Oh, eine Schlacht gestorben. 350 Milliarden Soldaten, alter Scheiße. 3 Milliarden Drengin, okay. 164 vom Asin-Imperium. 93, Milliarden von den Torianen, 4 Milliarden vom Joa-Kollektiv, die haben schnell aufgegeben. Die haben wirklich schnell aufgegeben, genauso wie die Drengin. Das Chor hat 2 Milliarden verloren, die haben wahrscheinlich, nee, 0, also hier die Alteranische Allianz, die hat tatsächlich, die Alteranische Republik hat tatsächlich am wenigsten verloren mit 0 Millionen Soldaten, die haben gar keinen verloren. Und ich glaube, die Dras-Region hat am meisten verloren mit 198 Milliarden Soldaten. Alter Schwede. Durchschnittliche Steuerrate 41% haben wir, okay. Wir hatten die höchste Steuer. Ich glaube, die... Ja, die Alteranische Republik mit 59%. Haben die am höchsten. Wahnsinn. Ja. Mit diesem Blick auf die Statistik verabschiedet sich dieses Spiel und ich mich von euch.
Wie gesagt, ein sehr schönes Spiel, ein zeitloses Spiel, wie ich finde auch. Auch wenn Galactic Civilization 3 noch einen Schuss besser ist und es hat auch so seine Schwachstellen, was zum Beispiel auch diese englische Geschichte angeht. Zugegeben, ist so eine kleine Schwachstelle von dem Spiel. Aber, ja, mein Gott, ist nun mal halt so, ne? Dafür, dass es ungepatcht ist, ihr seht es ja hier unten, Version 1.0 ungepatcht. Und ja, das Projekt ging wirklich lange. Und es wird jetzt auch lange Zeit wahrscheinlich kein Nachfolgeprojekt geben. Galactic Civilization 2 war erstmal das letzte Nebenprojekt. Vampire the Masquerade Redemption wird noch weiterlaufen. Vielleicht läuft, wenn da ihr das hier seht, vielleicht schon Tiberian Sun mit Nod. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht sogar schon Mafia. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall, oder was heißt ich möchte, ich freue mich auf jeden Fall mit euch zusammen weiter voranzuschreiten in Vampire the Masquerade Redemption, in Tiberian Sun oder in sonst irgendeinem Projekt. Und wie gesagt, seid gespannt, was dieses geheime Projekt angehen wird. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen darauf und auch auf dieses Spiel hier, die noch kommen werden. Es sind viele Parts, die ich im Voraus aufgenommen habe, wie gesagt. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Galactic Civilization 2 ist fertig. Und ich kann mich jetzt in aller Seelenruhe auf das geheime Projekt und auf das Hauptprojekt weiter konzentrieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe jetzt wirklich lange genug geredet. Schildert eure Eindrücke in den Kommentaren bitte. Auch kritische, Remnir, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann im nächsten Projekt dann wieder dabei, beziehungsweise bei Vampire die Masquerade Redemption oder Tiberian Sun oder wo auch immer es sein wird. Ich sage nun auf jeden Fall, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.